Freunde, heute in diesem Video wollten wir eigentlich nach Berlin, aber es kommt alles anders. Naja, seid gespannt. Ja, guten Morgen, liebe Freunde. Wir stehen hier in der Nähe von Berlin. Wir wollen heute eigentlich mal Berlin angucken. Aber im Moment ist es sehr stürmisch und naja, etwas verregnet hier draußen. Wir müssen das mal beobachten, ob wir das überhaupt machen. Wir wollen im Anschluss zu Freunden von uns. Da stehen wir im Grundstück. Aber naja. Ihr werdet sehen, wo die Reise hinführt. Jetzt gibt es erstmal Frühstück bei Tommy. Und das ist so einfach im Moment, weil, naja, seit ein paar Monaten ist er normales Brot. Ne? Gerade jetzt mit Wurst und Käse. Das mag er, das nimmt er auch so mit in die Schule. Es ging halt vorher gar nicht. Und jetzt fragt er schon früh morgens nach Bulku. Tommy sagt immer Bulku und dann kriegt er sein Bulku. Ne? Guten Appetit, Tom. So, das war jetzt Trinken. Ne? Bebebe ist Trinken. Jetzt gibt es noch was zu trinken. Das ist zu 99,9% bei uns Wasser oder beim Tommy. Das ist auch für ihn. Ja, mehr braucht er nicht. Wenn mal irgendwas Süßes dabei ist, relativ selten, aber meistens Wasser. Und zum Frühstück liebt der Tommy Trickfilm. Jetzt ist er ganz fasziniert und jetzt ist er ganz bei sich, absolut stressfrei. Naja, es hat gerade geknattert. Also er ist relaxed. Danke. Essen, trinken, Video gucken und in die Pampers machen. Alles gleichzeitig. Super. Freunde, das ist mal wieder ein Stellplatz, den wir über Park4Night gefunden haben. Sehr entspannt. Hier sind 8 Plätze mit Strom. Gratis. Hat noch eine Entsorgung für Grauwasser und auch für die Toilette und auch Frischwasser. Also besser geht's nicht. Danke an die Gemeinde, dass es sowas gibt. Das ist ja nicht selbstverständlich. Ja. Jetzt packen wir mal alles zusammen und dann geht's weiter Richtung Berlin. Ihr seht, wir sind in der Karibik. Nee, Spaß. Aber wir sind nicht in Berlin. Das haben wir jetzt abgesagt, weil, naja, das Wetter ist so unbeständig und mit dem Tommy da durch den Regen zu laufen und Wind, das ist nicht so das Wahre. Ne? Außerdem haben sie im Radio durchgesagt, dass überall Demonstrationen sind oder Menschenketten gebildet werden sollen an Plätzen, die ich den beiden eigentlich zeigen wollte. Und dann verschieben wir das. Aber was ihr hier seht, ist natürlich das Tropical Island und das wollte ich den beiden auch mal zeigen. Ja, jetzt ist es natürlich schade, dass wir keine Badesachen mithaben, aber ich denke, da braucht man sowieso einen ganzen Tag. Ne? Guckt euch mal die Wohnmobile an. Ist das nicht genial? Also da werden wir bestimmt mal stehen und einen ganzen Tag da drinnen ausnutzen. Der Tommy hatte ja durch seinen Behindertenausweis Rabatt oder sogar frei.
Werden wir sehen. Ja, Freunde, da seht ihr, wo wir jetzt sind. Das Wetter ist jetzt besser, dennoch fahren wir jetzt nicht mehr nach Berlin. Wir stehen jetzt in Baruth und besuchen unsere Freunde, den lieben Dirk und die Liliane. Das wird lustig heute. Heute gibt's mal Hühnerfrikassee mit Reis. Schnell und einfach. Lecker. Da sind wir extra hier nach Lübben gefahren, weil unsere Freunde gesagt haben, der Gurkenpaula hat geöffnet, ne? Und da kriegen wir das schöne Gurkenradler, was die Anna so liebt. Ja, Gurkenpaula hat geschlossen, war. Naja, dann geht's nach Hause, das Wochenende ist vorbei, morgen geht's wieder in die Schule. Es war wieder schön und hat uns viel gebracht, auch wenn es nur 2 Tage waren. Also ab jetzt vom Spreewald wieder in die Oberlausitz.